So, und jetzt kommt Ransbysäter oder was ähnliches. Etappe Nummer 7, wir dürfen wieder reparieren. Es ist, glaube ich, nicht allzu viel kaputt gegangen. Abgesehen von der Sache mit dem Stein. Ja, und weiter geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Vorsicht, rechts 65, links 20. Na, dann haben die Räder ein bisschen durchgedreht am Start. Rechts 5. Und ich glaube, das machen sie immer. Ich bin nur zu grobmotorisch, um das zu bemerken. Hallo Wand. Sieben Sekunden, Wahnsinn. Haben die anderen überhaupt die gleichen Autos oder was? Hallo Wand. Und hallo, das was vorhin hinter mir war und jetzt wieder ist, das sieht man auch selten. Zumindest in dieser Perspektive. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich noch nicht mal wirklich über die Dreher ärgern, wenn wir so weit in Führung liegen. 8 Sekunden. Da dreht man sich, ne? Und fährt trotzdem eine Bestzeit. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Oder mit sehr rechten. Also Dingen, die mehr sehr recht sind. Aber ich sollte mich doch etwas mehr konzentrieren, weil ich ärgere mich ja schon, wenn ich mich drehe. So ist es ja nicht. Die halten mich auch vom Tunnelblick ab, diese ständigen Dreher, die ich hier produziere. Wieder 11 Sekunden. Autsch, autsch. Weiter geht's. Sorry, Auto, war nicht so gemeint. Alter, hallo Wand. Boah, 13 Sekunden. Die hätte ich in Monaco. Ich sag schon wieder Monaco. Was ist da los? Die hätte ich in Monte Carlo gebraucht. Wir sind hier nicht bei der Formel 1. Das heißt Monte Carlo. Über 2 Kuppen. Rechts 6.
Was? Ich sehe nicht richtig. Die Zahlen werden immer höher. Hallo Wand. Die Wände haben uns so gern, die wollen uns gar nicht gehen lassen. Aber ich bin nicht nach Schweden gekommen, um mit den Wänden hier einen Kaffee zu trinken. Können wir wann anders machen. Obwohl, Schneewände vertragen Kaffee ja nicht so gut. Vielleicht trinken die lieber was anderes. Eistee oder so. Aua. Ja. Oh, schade. Ein roter Abschnitt. Das sah so schön aus bisher. Aber so ist das, wenn man ein bisschen später bremst, um dem Rettungswagen mal Hallo zu sagen. Man kann halt nicht alles haben, ne? Alle Leute grüßen und dann auch noch schnelle Zeiten fahren. So, und da ist das Ziel. Hui. Ja, ich habe auch die Wände immer mehr lieb gewonnen, merke ich auch. Ja, zum Schluss hin. 20 Sekunden, da haben wir wieder Zeit verloren am Ende, aber ja, 20 Sekunden, ich kann und will mich nicht beschweren. Ja, gut, das war das. Und was kommt jetzt? Etappe Nummer 8, Östra Hinsjön. Herrliche Namen. Das ist eine kurze Etappe und die geht ein bisschen aufwärts, aber von auf und abwärts merkt man in Schweden ja sowieso nicht allzu viel. Jedenfalls nicht so viel wie in Monte Carlo, wie es auch heißt. Fünf, ja, ich habe nicht Monaco gesagt. Ui, da wollte er gerade hüpfen. Hat sich aber noch beherrscht. Sekunden schon gleich wieder im ersten Abschnitt. Wahnsinn. Und Wände. Und Wurzelbäume. Oder, nee, Barrel Rolls, müsste man ja sagen. Und Festhänger. Wir haben ja Zeit. Ja, ich weiß, was hinter uns ist. Ich weiß auch, was unter uns ist, und das mag ich gerade überhaupt nicht. Ich setze mich jetzt zurück. Naja. Rechts 4,
Ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass wir das wieder rausholen, alleine schon in dieser Etappe, was da schief gelaufen ist. Obwohl 26 Sekunden, nee, doch nicht. Ich nehme es zurück. Kam mir gar nicht so lang vor. Ah, hallo, Ambulanz. Und tschüss, wir sehen uns später. So. Da wollte die Schneewand uns gleich wieder hier lassen. Hier halten. Komisch, ich habe so gegen Anfang des Streams gesagt, huch, mein Lenkrad ist etwas locker, ich müsste es mal festziehen. Mache ich gleich. Hab's immer noch nicht gemacht. Faszinierend. Mache ich jetzt mal. Was? Naja, wenn ich mich mit den Streckenposten treffen will, ne, dann mache ich das nicht, während ich fahre, ne? Deswegen muss ich die auch später vertrösten. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. An